Heute hören wir das Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch, nur noch kurze Zeit, und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe und auch ihr leben werdet. An jenem Tag werdet ihr erkennen, ich bin in meinem Vater, ihr seid in mir und ich bin in euch. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden. Und auch ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Wir hören heute im Evangelium von Liebe und von Gebote halten. Und ich glaube, Liebe und Gebote halten ist kein Zwang. Augustinus sagte einmal: Liebe und tu, was du willst. Wenn wir einander lieben, dann halten wir automatisch auch die Gebote. Dann heißt es: Liebe dich, liebe deinen Nächsten, sei gut zueinander, lobe Gott. Dann sind das für uns Selbstverständlichkeiten. Dann ist das für uns kein gekünstelter Zwang, sondern wir tun es aus einer Liebesbereitschaft. Und natürlich ist das Leben auch so, dass es im besten Fall so läuft, dass wir lieben und dass wir echt in Freiheit das tun, was wir können, dass es eben alles im Flow ist, dass wir gut handeln, dass es uns gut geht. Aber manchmal ist es eben auch ganz anders. Manchmal brauchen wir Kraft, die wir nicht aus uns selbst herausholen können, weil wir selber irgendwie ja gerade nicht die Motivation aufbringen können, weil wir gerade irgendwie schwach sind, genervt sind, weil wir morgens aufstehen und denken: Oh mein Gott, was ist denn das heute für ein Tag? Da brauchen wir Kraft. Da fällt es uns dann vielleicht auf einmal total schwer zu lieben, weil wir noch nicht mal den Tag lieben können oder das Aufstehen. Und da sagt Jesus, der ja weiß, dass er gehen wird, zu seinen Jüngern: Ich gehe, aber ich bleibe mit euch verbunden durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist wird euch Beistand sein. Ich stehe dir bei. Diesen Ausdruck kennen wir, wenn jemand eine Prüfung hat oder wenn jemand Hilfe braucht. Dann sagen wir: Ich stehe dir bei, ich denke an dich. Und genau das ist der Heilige Geist. Er steht uns bei, er ist für uns da, im Heute. Auch wenn wir Gott Vater und Gott Sohn nicht sehen, können wir sie spüren durch den Heiligen Geist. Das gibt uns Kraft. Das gibt uns Mut. Bei Fernsehgeräten oder bei anderen Geräten gibt es den Standby-Modus. Der ist ja ökologisch gesehen eine Katastrophe, weil das die ganze Zeit Strom frisst. Also sollten wir in unseren Elektrogeräten den Standby-Modus auf jeden Fall ausschalten. Aber der Heilige Geist hat auch sowas wie einen Standby-Modus. Der ist nämlich nie abgeschaltet, auch wenn ich so einen kraftlosen Tag habe, an dem ich eigentlich keine Lust habe aufzustehen, an dem ich denke, hier sind irgendwie nur graue Wolken. Der Standby-Modus des Heiligen Geistes sagt, der Heilige Geist ist immer einsatzbereit für uns. Wir müssen nur den Knopf drücken. Der Heilige Geist ist einsatzbereit. Meine Frage heute an mich und an uns ist: Sind wir einsatzbereit? Weil es braucht auch den, der Ja sagt. Der sagt: Ja, ich möchte, dass du mir beistehst. Weil das ist nichts Künstliches, nichts Aufgedrücktes, sondern das ist ein Geschenk. Und ein Geschenk darf ich auspacken, ich darf es aber auch zur Seite legen. Ich möchte uns heute ermutigen, dass wir in allem, was ist, lieben und in allem, was ist, den Heiligen Geist einsetzen. Denn der ist spürbar da. Das haben wir letzten Sonntag in St. Maria gespürt, als wir den Gottesdienst anders gefeiert haben. Das war anders, das war aber spürbar wirksam. Viele Gemeinden haben geregelte Gottesdienste gefeiert unter strengen Auflagen. Wir haben uns hier in St. Maria und in der Seelsorgeeinheit für einen anderen Weg entschieden. Und gut ist, egal welchen Weg man geht, dass der Heilige Geist wirken kann.
dass wir offen sind. Und dazu möchte ich heute noch ein kurzes Gebet sprechen. Gott, manchmal lässt du mich im Regen stehen. Stunden und Tage vergehen und ich kann deinen Beistand nicht sehen. Gott, ich will im Regen tanzen, statt nur graue Wolken zu sehen. Ich will dich loben und lieben, auch ohne alles zu verstehen. Gott, ich will mein Leben mit deinem Beistand gehen. Amen. Ich wünsche Ihnen einen guten Sonntag, eine schöne Woche und bleiben Sie gesund und behütet.